Ja, sehr viele schöne Witze habt ihr mir erzählt. Was ist grün und tut weh, wenn man es ins Auge kriegt? Meine Tischtennisplatte. Vielen Dank, Ingo, an dieser Stelle für diesen genialen Witz. Oder was ist orange und läuft durch den Wald? Ich glaube, der kam von dem lieben Karl. Eine Wanderine. Da könnte ich jetzt noch ein paar drauflegen, aber ich bin mir nicht sicher, ob ihr dieses Niveau aushaltet. Können wir eigentlich mal probieren. Ne? Was ist grün und wird auf Knopfdruck rot? Ein Frosch im Mixer. Und was ist grün und bleibt auf Knopfdruck grün? Ein Frosch im Mixer, der um sein Leben rennt. Damit kriegen wir auf jeden Fall irgendwie ein Feuer hin. Aber jetzt wo draußen... Mann, was war das denn? Eieiei. Sekunde. Und genau so hätte ich das gerne, wenn die sich so ganz nah nebeneinander legen würden, wäre das total super. Und das ist eine sehr, sehr perfekte Konstellation. Das ist super. Hoffentlich funktioniert die Lupe jetzt noch. Wobei, das wäre nicht schlimm gewesen. Ne? Jetzt machen wir hier ein Feuer. Und besser geht's eigentlich nicht. Ne? Jetzt sehe ich gerade, dass wir zeittechnisch schon wieder so weit fortgeschritten sind. Egal. Come on, little fire. Alter, ernsthaft? Was willst du von mir? Oh oh, oh oh, oh oh. Na klar. Oh, war der schon so nah dran, ne? Der Drecks, ja. Ey, das ist eine Sauerei. Das ist wirklich eine Sauerei. Ohne Witz. Das regt mich echt auf. Oh. Okay, ist so, ne? Machst du jetzt halt auch nichts dran. Aber das ist echt ein Ding. Da sage ich ganz ehrlich. Ich habe keinen Brennstoff. Ja. So, ganz oben auf unserer Prioritätenliste müssen wir wohl mal Dinge reparieren. Come on, little fire. Ja, come on, little fire. Halt die Fresse. Das darfst du echt keinem erzählen, ne? Was für ein großes Maul muss bitte so ein Wolf haben, dass er dir mit einem Biss, während du gerade noch so durch eine Tür huschst, Mütze, Stiefel, Hose, Jacke, Handschuhe kaputt beißt? Kann nicht euer Ernst sein. Verdammt! Ja, natürlich! Ich kack dir in den Kopf, du dumme Sau! Mann, ey! Boah! Geschplack! I need to find some place to escape this cold. Jetzt geh du mir auch noch auf den Sack, ey! Mir geht's voll gut. So ein blödes Arschgesicht, ey. So, zumindest den Wolfspelz kann man ja schon mal reparieren, ne? Wir brauchen Hirsche. Hirsche. Ein Rehleder, nur ein verkacktes Rehleder. Ich gebe es echt nicht, ne? Wäre ich besser mal ins Auto geflüchtet. Wobei, hätte ich es bis dahin noch geschafft? Man weiß es nicht so ganz genau, ne?
Ach, das ist doch zum Kühe bekacken, hä? Ich habe den Bogen halt nicht mehr gespannt bekommen. Das hast du jetzt davon, du blöde Pissnelke. So. Ich mache jetzt was Riskantes. Ich gehe auf Wolfsjagd. So, der ist gefroren, ne? Das ist auch in Ordnung. So, da kommt der erste. So. Da kommt der zweite. Und jetzt ist die Frage, reicht uns das, ne? Und ich sage euch ganz ehrlich, das reicht mir nicht. Wobei der letzte Wolf war jetzt schon auch knapp, ne? Der hat da nochmal einen Haken geschlagen. Was? Komm schon, mach. Keine Risse in der Kleidung. Oh. Wir haben 13% Zustand, Kinders. Okay, jetzt ist erstmal Schicht. Jetzt ist erstmal sowas von Schicht. Eieieiei. Drei Wölfe. Es liegen drei Wölfe auf der Straße. Und die sind dumm wie Brot. Fingers are numb. Konzentration. So, ich habe ihn auf jeden Fall getroffen. Also so ungefähr. Das gibt's doch nicht. Also. So ungefähr. Sehr gut, Klaus. Also so ungefähr. Perfekt. So. Sehr schön. Freunde der Sonne, es lübt. So, dann habt ihr natürlich ganz, ganz viele Kommentare geschrieben. Da waren auch ganz viele dabei, die ich jetzt zitieren hätte können. Kann ich aber nicht, weil sie mir nicht mehr alle im Gedächtnis sind. Es waren so ein paar Grundsatzdinge auch, weil in letzter Zeit relativ viele neue Zuschauer dazugekommen sind, gerade The Long Dark betreffend. Diese neuen Zuschauer heiße ich an dieser Stelle herzlich willkommen. Und deshalb ist es so, dass wir... Wenn mir Kommentare einfallen, die natürlich erwähnen werden, ich überlege gleich noch. So, pass auf, ich mache uns jetzt nochmal 5 Liter Wasser, wo wir gerade hier so gemütlich sitzen. Ich weiß, wir brauchen auch kein Wasser, ne? Aber ich will das Feuer nicht verschwenden lassen, denn ein Kommentar unter anderem war von der lieben Aaron, ein ganzes Streichholz verschwendet für so einen kackpopeligen Liter Wasser, für einen Liter Wasser, Klaus. Unglaublich. Und da hat die liebe Aaron natürlich grundsätzlich recht. Ich weiß aber insgesamt nicht mehr genau, warum ich denn in dieser Situation nur einen Liter Wasser gemacht habe. So rückblickend. Es waren einfach, ich habe echt irgendwie 20 Folgen vorproduziert. Und da kann man schon mal leicht den Überblick verlieren. Das werde ich auch zukünftig, glaube ich, nicht mehr machen. So in dieser Masse vorproduzieren. Weil es einfach total... Na komm, es reicht nochmal für einen Liter. Total anstrengend auch war. Ne? Ich habe ja nicht nur The Long Dark vorproduziert, ich habe ja auch Half-Life, Civilization 6... Subnautica begrenzt.
rein diskussionstechnisch, wie das zu erwarten war. Ich hatte ja die Frage gestellt, so, was mache ich mit den zwei Bärenfällen? Soll ich den Mantel machen? Soll ich den Schlafsack machen? Und irgendwie ist es mehr oder weniger gemischt gewesen. Also ungefähr die Hälfte hat gesagt, hey, mach den Schlafsack, die andere Hälfte hat gesagt, mach den Mantel. Mit verschiedenen Argumenten, die auch alle nachvollziehbar waren soweit. Mittlerweile wisst ihr ja, dass ich mich erstmal für den Wolfspelzmantel im zweiten entschieden habe. Was auch, wie ich finde, immer noch sinnvoll ist, weil wir einfach von den Wolfspelzen beziehungsweise von den Wolfsfällen noch viel zu viele haben. Und ich finde, da macht einfach ein zweiter Wolfspelzmantel erstmal Sinn. Der war schneller fertig als der Bärenfellmantel und ja, mit einem zweiten Wolfspelzmantel haben wir zwei Utensilien, die wir gleichzeitig tragen können und wenn die kaputt gehen, genug Materialien haben, um die zu reparieren. Bei einem Bärenfellmantel wäre das ein Problem gewesen. Deshalb werde ich mich wahrscheinlich, aufgrund der Tatsache, dass die nächste Map das idyllische Tal sein wird, eher für den Schlafsack entscheiden. Weil der einfach auf dieser Map wertvoller sein wird, falls wir mal irgendwo schlafen müssen. Ich hatte das irgendwo in die Kommentare auch schon reingeschrieben, dass ich der Meinung bin, dass der Bärenfell-Schlafsack, also es gab verschiedene Meinungen, ne? Und ein paar von euch haben gesagt, so ja, du schläfst ja kaum draußen, deswegen ist der Bärenfell-Schlafsack eigentlich nicht so sinnvoll. Aber der Bärenfell-Schlafsack ist in dem Falle sinnvoll, wenn wir draußen schlafen müssen, logischerweise. Und er ist auf jeden Fall total sinnvoll, weil die Höhlen, also die nicht instanzierten Höhlen, von denen spreche ich jetzt, ohnehin schon einen relativ hohen Wärmebonus geben. Und mit dem normalen Schlafsack ist man da immer so ein bisschen an der Grenze. Und mit dem Bärenfellschlafsack kann man in diesen nicht instanzierten Höhlen draußen auf jeden Fall ohne Probleme schlafen. Und deswegen würde ich mich für den Schlafsack erstmal entscheiden. Ja. Lizzie lebt immer noch. Wir gucken gerade mal, wie lange sie denn schon lebt. 131 Tage, 5 Stunden, 57 Minuten. Perfekt. I would drink almost anything. Yeah. Also 131 Tage finde ich schon mal eine relativ stolze Leistung. Wir haben den Wolfsberg komplett. Wir haben hier Desolation Point komplett. Wir haben Küstenstraße jetzt komplett bis auf die Stelle, wo noch die Hagebutten stehen. Sonst haben wir Küstenstraße auch komplett. So, was noch offen ist, ist, ich würde mal schätzen, ungefähr die Hälfte vom idyllischen Tal. So, wenn man die ganzen Höhlen und sowas mit einrechnet, ungefähr die Hälfte vom idyllischen Tal. Und natürlich komplett den Rätselsee und die neue Map natürlich komplett noch. Ne? Also, wenn wir uns nicht blöd anstellen und weiterhin so gut überleben, kriegen wir noch mal ein paar Tage zusammen, würde ich mal vermuten.